Moin aus Berlin, Sul Sul, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. Ja, und Caroline hat's erwischt. Was willst du machen? So, was ist hier los? Die schläft. Die nimmt ein Schaumbad. Wo ist er? Er macht einen Kaffee. Im Bett. Was wird mit dir? Wegwerfen. Räumt auf, okay. Mit Christian plaudern, gegrillte Kochbanane essen. Und der da? Ah ja, sicher. Der hat schon gefressen, plaudert und frisst nochmal. Naja, gut. Was willst du machen? Sammy, Tuning-Teile hat er bekommen. Also diese Musik ist ja... Wo schläfst du? Auch im Jacuzzi oder was? Ja, wo sonst? Wo auch wohl sonst? Wofür brauchen wir eigentlich Betten, wenn wir einen Jacuzzi haben? So. Das Dumme ist, wir können jetzt hier erstmal nicht viel anstellen. Was ist denn hier Freelance technisch eigentlich möglich? Können nur neue Aufträge suchen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal fertig. Wir haben Sonntag, 9.39 Uhr. Mit anderen Worten, wir könnten eigentlich... Wollen wir mal wieder eine Party machen oder so? Und auf Annes Geburtstag gibt es eh eine Party. Wir machen... Wir machen ein Gala-Dinner, oder? Ein Gala-Dinner machen? Oder einfach eine Hausparty. Schwarz-Weiß-Party, die müssen wir auch nochmal machen. Da müssten mal neue Events dazu kommen. So, die laden wir alle ein. Und der Caterer... ist Lena. Natürlich machen wir das Ganze zu Hause. Und wir müssen sie auch noch mal in den Garten stecken. Definitiv. Damit sie hier Pflanzen, Gänseblümchen. Pflanzen, Gänseblümchen. Kann sie jetzt ja auch eben machen, ne? Level 4. Warum muss sie eigentlich Level 4 der Gartenfähigkeit erreichen? Kann mir das irgendeiner erzählen? Naja, egal. So, die ersten Gäste sind bereits da. Hauptziel ist, Gäste zum Essen rufen, Gruppenmahlzeit zubereiten, Gastgeber mit Gästen Kontakte knüpfen lassen, gleichzeitig an der Stereoanlage hören lassen. Naja, dann... So, Lena, du sollst nicht im Bett liegen. Du sollst ein Gourmet zubereiten. Was machen wir denn Schönes? Monte Cristo Sandwich, Forelle Mülle. Komm, hier, Forelle Müllerin, Partygröße. Das machen wir jetzt. Überhaupt eine Stereoanlage? Was ist dem denn? Guck mal, wenn du heulen willst, dann geh nach Hause. Ist überhaupt die Stereoanlage ganz oben wahrscheinlich, oder? Wir haben hier gar keine weitere, merkt ihr das? Wir haben nur die eine. Dann machen wir mal Folgendes.
Wir kaufen mal eben noch eine Stereoanlage, eine kleine. Das muss ja jetzt nichts Wichtiges sein. Stereoanlage. So. Dann kann nämlich er hier zuhören. Hip-Hop. Sie kann zuhören. Hip-Hop. Mal gucken, ob das klappt. Dann hätten wir nämlich das schon fertig. So, fürs Kommen danken. Fürs Kommen danken. Haben wir auch schon fertig. Gruppenmahlzeit zubereiten. Wo ist denn die Lena jetzt? Wird die endlich mal kochen? Warum ist die im Jacuzzi? Die soll hier fertig machen, Mensch. Unglaublich. Partygröße. Bezahlten Urlaub nehmen. Er hat ja sowieso einen Tag Urlaub verdient. Wenn das fertig ist, guck mal, dann haben wir das schon durch, tatsächlich. Ein gelungenes Gala-Dinner. Sie kocht, brät und backt und macht und tut. Sehr gut. Magst du sie nicht? Warum nicht? Du machst eine Partygröße, ja? Okay. zum Essen rufen. So. Dann mach du das eben. So, und jetzt werden mindestens drei Sims gleichzeitig essen. Genau, der zweite, der dritte, fertig. Nachspeise zubereiten. Alter Schwede. Das muss sie jetzt machen. Kochen. Was ist denn eine Nachspeise zum Beispiel? Eine Torte. Komm her, Winterkuchen. Ich hoffe, das ist auch eine Nachspeise. Jawohl! Und Level 7 der Kochfähigkeit erreicht. Perfekt. Und die Nachspeise ist fertig. Und wir haben dieses Event abgeschlossen. Erfolgreich sogar. Ja, wie geil ist das denn bitte? Und das Ding hier scheint sich irgendwie schon wieder festgebackt zu haben. Die lässt sich nämlich nicht mehr ausleeren. Lamita Noonkim. Shape it.
Wow. Yeah. You should know. Yes, an orb. Damn. Ciao. Aha. Yes, oh, okay. Warum geht das nicht? So, so. Whippasoo Plingo. So. Dag, dag. Whippasoo Plingo. Da müssen wir hier wohl Folgendes machen. Die weg. Und eine neue hinstellen. So. Ich weiß nicht, warum die sich ständig festbackt. Das ist nicht das erste Mal. Teller habt ihr genug, wa? Da sitzen auch welche. Scheint eine coole Party zu sein. Sehr wütend, warum? Echt miese Zeit, wegen der Vorliebe von Christian. Sims, die längere Zeit Dinge ausgesetzt werden, die sie nicht mögen. Warum, was magst denn du nicht? Ha? Keine Ahnung, wovon du sprichst, ganz ehrlich, Christian. Ah, warte mal, aber wir können noch Folgendes machen. Wir können... Freundlich vorstellen. Ja, Medaille erhalten, Gold, natürlich. Ich weiß nicht, warum der wütend ist, so ganz ehrlich. Der Geburtstag von Christian naht. Ja, aber erstmal ist Anne dran. Stopp. Freundlich vorstellen. Unglaublich. Der rennt jetzt ins Haus, okay. Bei dem ist heute nicht mehr zu helfen, glaube ich. Entspann dich mal. Also es muss sehr entspannt sein, auf jeden Fall. Weil alle irgendwie in diesem Jacuzzi schlafen. Wir werden es nie herausbekommen. Sammy hat einen freien Tag, 196. Ja, guck mal. Caroline. Ja, sie rennt trotzdem, obwohl sie schwanger ist. Oh Mann. Schön, aber bald wieder ein Baby im Haus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das geht sogar. So, da ich mal davon ausgehe, dass hier heute sowieso nicht mehr so viel passiert. Alter, wie viele Teller stehen denn hier? Der ist so unentspannt. Echt unentspannt. Aber, liebe Leute, in diesem Sinne, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge und ob Christian sich dann beruhigt hat. Auch wieder, jetzt hat er auch noch in eine Buchse gepisst.
Naja, was willst du machen? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich über ein Abo und ein Däumchen und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.